Hallo und herzlich willkommen, Leute. Wir spielen heute wieder ein bisschen Clash of Clans, wie ihr seht. Und ja, ich dachte, ich zeige euch erstmal ein Replay und von richtig coolen Angriff, den ich mit meinem Hauptprofil gerissen habe. Und danach greifen wir einfach nochmal an hier mit einer ganz gemütlichen Taktik und dann zeige ich euch noch ein Replay. So, fangen wir mal an und gucken uns das an. Das war richtig cool. Also der ist selbe Level wie ich. Hier, ich bin gerade das Level 8, der auch. Und ich habe mit Riesen und Heilern und Magiern angegriffen. Man sieht, die Riesen erst runtergelassen, Mauerbrecher rein, dann die ganzen Magier hinterher, erstmal einen Heilzauber hingeklatscht, damit meine Truppen erstmal ein bisschen tiefer in die Basis reinkommen. Dann meinen King runtergelassen, den erstmal geraged. Meine Truppen arbeiten sich langsam durch. Gleich fällt auch die Luftabwehr hier hinten, noch ein Rage-Zauber gesetzt und dann konnte ich auch meine Heiler runterlassen. Die tun natürlich das, wofür sie gedacht sind, heilen erstmal schön. Mein King tut rundherum hier alles schlachten. Die Riesen und Magier tun sich ihren Weg durch die Mitte fressen. Und es läuft alles ziemlich super. Also das Base-Design von diesem Gegner hier war eigentlich ist nicht schlecht. Es ist ein ziemlich gutes Base-Design sogar. Aber er hat halt keine Chance gegen. Also die Base ist nicht gut gegen die Taktik, die ich hier verwendet habe. Wäre das jetzt irgendwie eine Trap Base, also die so gelegt ist, dass die Riesen überall über die Sprungfallen und so rennen, dann hätte ich wahrscheinlich eher nicht gewonnen. Oder wenn die Luftabwehr besser gesetzt wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch verloren. Aber da dies nicht der Fall war, habe ich, wie man sieht, eigentlich relativ locker gewonnen und ja, läuft super. Und falls ihr euch wundert, warum ich in letzter Zeit nicht so viele Videos bringe, ich arbeite hier daheim, also ich arbeite für mich selbst mit meinen Freunden. Wir wollen eine Art, ja, Indoor-Skate-Halle, Schrägstrich, Schrägstrich, Übungsraum für Schwertkampf und Wurfmesser-Dingensbummens machen. Also auch ein Raum, wo ich Videos drehe und sowas. Und, also in unserer alten Scheune, weil unser Haus ist ein ehemaliger Bauernhof und, ja, haben wir halt übelst viel Platz. Auf jeden Fall, da arbeiten wir gerade, eigentlich die ganze Zeit dran und dann meine Freundin noch hier und dann habe ich halt nicht so viel Zeit und ja, ich hoffe, das macht euch nichts. Ich bringe natürlich dann demnächst wieder Videos und ich werde dann auch Videos bringen, wie gesagt, von dem Raum, wenn der fertig ist. Es dauert noch eine Weile. Ich werde auch so ein Video machen, wo ich mache jedes Mal Bilder, wenn wir irgendwas geschafft haben und ja. Macht dann daraus ein Video und kommentieren und sagt, was wir gemacht haben und so. Und ihr werdet es alles noch sehen. Also ich würde sagen, wir warten jetzt nochmal eine halbe Stunde und dann seht ihr. Oh nee, 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 stimmt. Warte, warte, wir können ja nochmal angreifen. Da war ja was. Wir wollten ja erstmal angreifen. Ich habe ja mein anderes Replay noch gar nicht gepostet. Kann ich auch noch gar nicht. Es geht ja nur alle halbe Stunde. Okay, nee, den greifen wir mal nicht an. Ich suche nach viel Gold, weil Elixier brauchen wir nicht unbedingt. Das ist jetzt nicht so wichtig, wir brauchen hauptsächlich Gold. Also suchen wir einen Gu Gegner mit gut Gold. Gut Gold. Ich habe übrigens noch eine Kunstwaffe, Schrägstrich Anti-Zombie-Waffe, euch vorzustellen. Aber darauf müsst ihr noch ein bisschen warten. Aber falls ihr nur hier seid für Clash of Clans, natürlich Clash of Clans mache ich immer noch weiter. Dann wird sich nichts ändern, das macht Laune. Also mache ich das ab und zu. Ich würde sagen, wir setzen unsere Truppen erstmal hier hinten runter. Da vorne ein paar Riesen, würde ich sagen, hier jede Menge Bogenschützen, dass die sich erstmal, oh fuck, dass die sich mal schön um den Mörser da kümmern. So, oh scheiße, eine Bogenschützen hat es schon voll erwischt. Die hat es richtig zerhauen. Und meine Barbaren lasse ich runter, jetzt, genau. Die dürfen sich auch hier hinten durcharbeiten, aber die sollten möglicherweise an vorderster Front stehen. Lassen wir die restlichen Riesen noch runter und wir ragen den Scheiß einfach mal. Sagen, wir setzen auch mal unsere restlichen Minions ab, dass die hier auch nochmal reinrushen und alles leicht dezimieren. So, ein Heilzauber würde ich erstmal hier hinten hinsetzen, so. Der sowohl für die Truppen hier innen drin gilt, als auch für die Riesen. So, schöne Sache. Da haben wir schon mal zwei Sterne. Leider noch nicht genug von dem Loot. Ich will das noch haben. Ich hoffe, wir schaffen das. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Oh Mann. Ah ja, wie immer, Leute,
Ich weiß, Video ist noch nicht zu Ende, aber merkt's euch, ich würde mich echt freuen. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungswünsche habt, schreibt's bitte in die Kommis. Ich will mich ja für euch bessern, ich will ja besser werden und ja, es ist ja für euch. Also schreibt Verbesserungswünsche einfach mal in die Kommis. So, ich würde sagen, den haben wir gleich. Das dauert nicht mehr lange. Aber ich glaube, 100% werden es nicht mehr. Ne, wir kriegen auch nicht mehr das ganze Gold hier hinten. Ja, auf den Rest scheiße ich. Wenn ich kein Gold mehr kriegen kann, habe ich keine Lust. So. Ja, das war genug Gold. Wie ihr seht, wir tun hier vorne die Mauern upgraden. Weil ich muss ja, hab alles auf Maximum, außer die Mauern und die Baracken. Nee, Kasernen heißen die. Und ja, das werde ich noch upgraden und dann geht's halt ab zum nächsten Town Hall. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. So, ist eine Weile her. Sorry, ich habe das Video jetzt vorher nicht weitermachen können. Aber hier sind wir jetzt. Es sind, glaube ich, 2 Tage oder 1 Tag später, nachdem ich die anderen paar Sachen aufgenommen habe. Aber es ging nicht früher, tut mir leid. Wir greifen an mit Riesen, Magiern und Heilern wieder. Einen Schweinereiter haben wir auch dabei, aber halt nur einen, weil, weiß nicht. In der Clanburg hatten wir einen PK, der robbt auch ziemlich hier oben lang. Der geht mit dem Kingi außen lang und geht dann in die Mitte. Die Riesen und die Bogenschützen, sag ich, Magier, arbeiten sich hier richtig krass durch. Also, läuft richtig gut. Der King und mit den anderen Magiern ballern sich durch die Mitte, tun die ganzen Lager zerstören und das Rathaus ist schon geschehen. Und ja, der Rest wird jetzt auch einfach nur zermalmt. War ein richtig guter Angriff. Der Gegner hatte keine Chance. Und ja, war einfach ein geiler Angriff. Weiß nicht, was ich mehr dazu sagen soll. Ich glaube, wir greifen dann nochmal gleich im Krieg an. Oder? Machen wir das jetzt? Nur wenn die Clanburg voll ist. Ist die Clanburg voll? Fast. Können wir mit den Truppen echt angreifen? Ja, können wir. Wir warten noch kurz, okay? Oder nee? Doch. Ja, doch. Bis gleich. So, ich würde sagen, wir greifen jetzt an. Und zwar im Clankrieg. Mal schauen, uns wird der hier vorgeschlagen. Den will ich mir erstmal angucken, weil der sieht ein bisschen heftig aus. Jo, der ist heftig. Also, gegen den haben wir keine Chance. Da kriegen wir, wenn überhaupt, einen Stern. Wir müssen weiter unten gucken. Oh nein, hier unten, die sind alle schon weggeräumt worden. Scheiße. Vielleicht mal bei dem. Ich habe hier irgendwie einen gesehen mit einem Stern da. Gucken wir uns den mal an. Vielleicht ist der in Ordnung. Ich würde nämlich echt gern. Na. Es ist mies, die Base. Die ist richtig mies. Wir gucken uns erstmal hier von meinem Teammate. Oh, ich sitze auf dem falschen Stuhl. Sorry für das Quietschen. Wir gucken uns erstmal den seinen Angriff an. Okay, er greift von da hinten an. Strange Taktik. Okay. Ja. Ich weiß schon mal, dass ich nicht so machen will wie er. Nicht genauso. Meine Truppen sind sehr ähnlich zu seinen. Nur, dass ich keinen schwarzen PK habe. Krass, der hat einfach einen schwarzen PK. Krass, die Scheiße, ey. Der hat voll die schwarze PK, Mann. Und ihm sein PK arbeitet sich da aber echt heftig durch. Heftig, deftig. Ich würde gern von hier unten angreifen. Und dann hier direkt in die Mitte kommen. Da würden wir, glaube ich, 2 Sterne bekommen. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob wir das tun sollten. Wisst ihr was? Wir machen es einfach mal. Wir probieren es aus. Man muss auch mal was wagen. Okay, Angriff. Ja, Angriff. Okay, okay. Dann gehen wir erstmal weiter hoch. So. Und erstmal zur Ablenkung den rein. Puh, oh, Entschuldigung. Oh, fuck. Das hätte er nicht mehr rechtzeitig ausgekriegt. Wir ragen die erstmal. Mauerbrecher hin. Bogenschützen runterlassen, dass die sich ein bisschen durcharbeiten. Boah, ey, ich hab's Headset echt nicht mehr ausgekriegt. Ich habe so einen richtig blöden Schalter an meinem Headset ist er halt direkt dran. Und yo. Der ist halt scheiße. Das ist voll scheiße, den auszumachen. Also den richtig. Ich muss mit beiden Händen nehmen, damit ich mein Headset stumm schalten kann. Unsere Truppen arbeiten sich gut durch, scheinbar. Die Drachen da hinten gefallen. Der Drache da hinten gefällt mir noch nicht. Okay, der ist schon down.
Dann setzen wir unsere restlichen Truppen, die wir bekommen haben, hier hinten hin. Da haben wir ein paar Barbaren drin, zwei Magier. Also einen Stern haben wir schon mal. Hoffentlich kriegen wir den zweiten auch noch. Es wird knapp. Es wird knapp, Leute. Das wird echt knapp. Oh je. Hoffentlich schaffen wir es. Scheiße, ich glaube nicht. Sieht nicht so aus, als würden wir das schaffen. Wollen wir die Magier sich einfach voll killen lassen? Na super, ey. Da krieg ich Kotzen, ey. Ich hasse es. Fick dich. Ja, wir haben verloren. Scheiße. Na okay, nicht verloren, aber es hat überhaupt nichts gebracht, der Angriff. Der war total scheiße. Na gut, Leute, ich mache demnächst, also jetzt werde ich wahrscheinlich heute oder morgen auch noch machen, noch ein Video zu, wie der nächste Angriff ausgeht. Und sorry nochmal dafür, dass in letzter Zeit nicht ganz so viele Videos von mir hochkommen, also hochgeladen werden. Hab gerade nicht so viel Zeit, wie ich schon mal gesagt habe. Ich baue gerade meine Scheune um zu einem Indoor-Skatepark. Und davon werdet ihr dann auch Videos sehen. Und ich würde sagen, es kommen jetzt vielleicht auch nochmal. Ich glaube, ich setze mich jetzt gleich mal hin, mache noch ein paar Waffenvideos. Und ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Tschüss.